Moin Moin, heute habe ich eine Rezension zu einem Winter- und Weihnachtstitel für euch. Ich weiß, Weihnachten ist gerade vorüber, aber im Grunde ist doch nach Weihnachten auch wieder vor Weihnachten. Und da es sich hier auch um ein Rezensionsexemplar handelt, möchte ich den Verlag natürlich auch nicht so lange warten lassen auf die Rezension und nicht erst, ja, wie gesagt, nächstes Weihnachten dann die Rezension hochladen. Und ich finde auch, dass das Buch gar nicht so sehr fixiert auf Weihnachten ist. Deswegen kann man es auch sehr gut jetzt im Laufe des Winters auch noch lesen. Ich rede von Der Weihnachtswald, ein Wintermärchen von Angelika Schwarzhuber. Das Buch ist im Blau-Vallée Verlag erschienen, kostet 9,99 € als Taschenbuch und hat in etwa 400 Seiten. Ja, lieben Dank an den Blau-Vallée Verlag und das Bloggerportal fürs zur Verfügung stellen des Rezensionsexemplars. Mir hat sofort das Cover zugesagt. Ich meine, weihnachtliche Titel sind sowieso meist sehr optisch sehr, sehr schön aufgemacht. Viele auch sehr kitschig, aber ich finde, das passt einfach hierzu. Wir haben hier einen ganz, ganz tollen Hintergrund, dieses tolle Anwesen, dieses tolle, ja, urige Haus im Hintergrund und mit einem Teich, mit einer Brücke und eingerahmt von beschneiten Tannen. Davor ist eine Frau und ich möchte fast mir wünschen, dass diese Frau einfach weg ist, damit man noch mehr von diesem tollen Anwesen erkennt. Auch die Farbverläufe sind sehr, sehr schön, von diesem Blau zum Weiß, manchmal sogar ein bisschen Pink hier oben in den Bäumen. Und wir sehen, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt in der Kamera, hier unten und so bei den blau-weißen Bereichen, dass wir auch einige Schneeflocken haben. Hier sieht man das, glaube ich, ganz gut hier oben. Ja, sehr, sehr schön gemacht und natürlich die goldene Schrift tut ihr Übriges, dass das alles so ein bisschen festlich und edel aussieht. Ja, wir treffen hier auf Eva. Eva ist eine junge Anwältin, die in Frankfurt lebt und sie ist überhaupt kein Familienmensch und auch kein Weihnachtsmensch. Sie braucht das alles nicht. Wer ihr aber sehr wichtig ist, das ist ihre Großmutter, die sie aufgezogen hat, nachdem ihre Eltern verstorben sind in ihrer Kindheit und die beiden haben einen großen Draht zueinander, aber mittlerweile hat sie sich auch sehr, sehr abgekapselt und kommt eigentlich Weihnachten nur dann nach Hause zu dem Anwesen ihrer Großmutter, die in München lebt. Und als sie dort ankommt, ist sie im Grunde eigentlich auch immer noch mit dem Kopf bei ihrer Arbeit und nimmt vieles immer noch mit, so auch ihre Assistentin, die Weihnachten jetzt auch mit ihr dort weiterhin arbeiten möchte oder muss. Und sie erfährt allerdings überraschend, dass ihre Großmutter Schulden hat und sehr, sehr große Geldprobleme, dieses Anwesen überhaupt zu halten. Eva selbst ist da gar nicht so sehr verbunden mit ihrem Zuhause, denn sie hat sich auch vorgenommen, sollte ihre Großmutter irgendwann demnächst sterben, weil sie hat schon ein sehr, sehr stolzes Alter erreicht, möchte sie dieses Anwesen verkaufen. Sie möchte dann nicht hin zurückziehen. Ihre Großmutter allerdings soll natürlich ihr Zuhause erhalten bleiben, solange sie lebt. Und deswegen muss natürlich jetzt schnellstens ein Plan her, um dieses Anwesen zu halten. Großes Problem dabei spielt auch, dass die Großmutter jedes Jahr sehr, sehr große Summen an Spenden an Waisenhäuser abgibt und auch immer Waisenmädchen zu oder Waisenkinder, nicht nur Mädchen, in das Haus holt zu Weihnachten, was Eva jedes Jahr auf die Palme bringt, wo sie sie schon gebeten hatte, damit aufzuhören. Denn es hat irgendwas aus der Vergangenheit damit zu tun, dass sie das nicht möchte. Nicht nur, dass sie vielleicht ja so ein bisschen kaltherzig geworden ist. Diesen Grund möchte ich natürlich aber nicht verraten. Und als schließlich das dieses Jahr wieder ein Mädchen, ein Waisenmädchen dort auftaucht, was auch noch stottert, kann sie sich nicht mehr halten. Und Eva tickt total aus und droht damit, nach Hause zu fahren, nach Hause nach Frankfurt. Doch als das Mädchen das mitkriegt, dass wegen ihr jetzt gestritten wird und sie sich überhaupt nicht mehr wohlfühlt, sagt sie, okay, dann reiß ich aus und ab wieder zum Waisenhaus und ja, aber sie ist draußen, fegt ein ja großes Unwetter und sie verläuft sich. Ja, so muss Eva und auch ihr Jugendfreund dabei helfen, dieses Mädel zu finden. Und die drei, als sie sie dann gefunden haben, gelangen dann halt in dieses große Unwetter und dann passiert etwas sehr, sehr Seltsames. Sie finden sich auf einmal in der Vergangenheit wieder. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn auch ich war von dem Inhalt durchaus überrascht. Der Klappentext sagt auch einfach nur, auf der gefährlichen Suche nach Antonie, das Waisenmädchen, landen Eva und Philipp, ihr Jugendfreund, unversehens in der Vergangenheit. Und ich dachte, das wäre eher so ein bisschen
bildhaft gemeint, dass sie, weil es halt Jugendfreunde ist, sind, dass sie durch Erinnerung wieder in die Vergangenheit gelangen. Aber es handelt sich hierbei tatsächlich um einen Zeitreiseroman, was ja auf jeden Fall mich sehr überraschend getroffen hat. Und in welche Zeit sie gelangen und wen sie da alles treffen, das möchte ich jetzt hier nicht sagen, wie sie dann wieder zurückkommen, ob sie wieder zurückkommen. Ja, wie das Ganze die Gegenwart beeinflusst, das müsst ihr alles herausfinden. Es ist ein sehr ruhiges Buch, finde ich. Es ist ein sehr familiäres Buch. Es geht gar nicht so sehr um eine Liebesgeschichte. Natürlich weiß man, Philipp und Eva, die waren sich früher mal nahe und kommen sich jetzt auch wieder näher. Eva hat sich verändert und hat natürlich auch in ihrer Vergangenheit einiges wegstecken müssen, alleine auch den Tod ihrer Eltern. Was da alles noch hintersteckt, das erfährt man hier. Und ja, wie sie zu diesem Menschen geworden ist, und was eigentlich wichtig sein sollte zu Weihnachten. Aber wie gesagt, Weihnachten spielt hier gar nicht so eine große Rolle. Eher wirklich dieses familiäre Denken und vielleicht so ein bisschen die Gegenwart und ja, das an sich selbst glauben vielleicht auch. Natürlich auch die Liebe. Aber so viel nicht. Es ist ein sehr, sehr atmosphärischer, ruhiger Roman, aber auch so ein bisschen historisch durch diese Zeitreise. Wir reisen aber nicht viel rum, sind eigentlich hauptsächlich in dem Anwesen der Familie. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es ein typischer historischer Roman ist, dass man von der Zeit sehr, sehr viel mitkriegt. Aber ich finde halt, dass es ein sehr, sehr schöner, vielleicht so ein bisschen Familiengeheimnis-Roman ist. Vielleicht so ein bisschen vergleichsweise mit Lucinda Riley. Deswegen finde ich auch, dass man dieses Buch nicht unbedingt zu Weihnachten lesen muss. Aber das gibt natürlich noch ein bisschen das Besondere dazu und diesen weihnachtlichen Gedanken dazu, der das noch so ein bisschen wichtiger und tragender macht. Ich finde, in diesem Roman waren sehr, sehr viele tolle Ideen drin. Zum einen gibt es halt die Tradition in der Familie, dass sie ihren Tannenbaum immer mit Wurzel in das Wohnzimmer stellen, in einen Topf. Und nach Weihnachten pflanzen sie die Tanne, den Weihnachtsbaum, in den Garten. Und mittlerweile ist da so ein kleiner Weihnachtswald halt draus geworden, deswegen auch der Titel. Und das finde ich toll. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, wenn er schon so lange aus dem Boden raus ist, mit Wurzel in einen Eimer stellen und dann wieder einpflanzen. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber die Idee finde ich toll, dass man in diesem kleinen Wald, der dann draußen im Garten steht, immer wieder an alle Weihnachten erinnert werden. Und was ich auch schön fand, ist, dass jedes Jahr wohl irgendwie der Weihnachtsbaum irgendwie eine andere Farbe trägt und tatsächlich die Großmutter immer verschiedene Kartons hat mit den verschiedenen Farben. Und dieses Jahr soll er halt bunt gemacht werden, was eine große Besonderheit hat. Also wieder so ein kleiner Hinweis, dass dieses Weihnachten ein sehr besonderes Weihnachten sein soll. Ja, also da sind tolle Ideen bei und ich habe es gerne gelesen, auch wenn man das nicht so schnell weglutscht, es jetzt nicht besonders lustig ist, aber es hat mich durchaus auch sehr berührt, also wirklich, was da zutage kam, was Evas Probleme sind und auch natürlich mit dem weisen Mädchen Anthony, aus deren Sicht auch wir einiges erfahren und auch dieses Problem mit dem Stottern, ja, das hat mich sehr berührt. Und auch dieses Familiäre, was Eva so ein bisschen verändert und wieder so drüber nachdenken lässt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ist vielleicht jetzt nicht das allertiefgründigste und weltbewegendste Buch überhaupt, aber ich finde, das muss es auch nicht immer sein, gerade zu Weihnachten nicht. Und deswegen hat es mir sehr gut gefallen und ich denke, dieses Buch darf auch erstmal bleiben bei mir und wird nicht aussortiert. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Buch kennt, ob ihr das auch gelesen habt oder ob es euch jetzt anspricht oder ob ihr jetzt für euch Weihnachten und Winterbücher sind jetzt vorbei. Jetzt geht ihr schon mit großen Zügen auf den Frühling zu, obwohl, wir haben jetzt noch mindestens 2 Monate Winter, hoffe ich jedenfalls. So, und bevor ich jetzt weiter rede, möchte ich dieses Video beenden mit vielen lieben Grüßen an euch und habt schöne Lesezeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.